Howdy, Pokémon-Trainer! Willkommen zurück zu Poké-MMO. Immer noch in der Kanto-Region auf Island 5. Wir haben soeben Team Rocket besiegt und ihnen den Saphir wieder abgenommen. Und ja, wir haben mittlerweile ein paar neue Teammitglieder. Ihr seht hier so einen süßen, kleinen oder etwas größeren Teddybären hinter mir. Und Daniel hat einen Feuerhund, der... Ja, ein Höllenhund, bitteschön. Ein Höllenhund, wollte schon sagen. Ich überlege, wie ich das Unlicht am besten ausdrücken soll. Aber Höllenhund passt ganz gut, ja. Und noch was? Noch was? Ein Despota. Ja gut, das kannten wir es schon? Nee, Pupita war es, glaube ich, noch gewesen. Pupita war es noch gewesen, ja. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Wir haben schon eine Weile nicht mehr aufgenommen, so by the way. Von daher. Ach so. Zeige ich den auch noch. Hier. Darf ich vorstellen, mein neues Jäger-Pokémon, Farbigel. Also falls ich hier ein wildes Pokémon begegne, was ich noch nicht haben will, dann werde ich Farbigel benutzen. Das ist jetzt der perfekte Partner, um es zu fangen. So, wir... Waren wir da rechts schon? Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich glaube, die Insel haben wir schon komplett erkundet. Ja, da waren diese Typen, die alle gesagt haben, was ist das Beste an Vogel-Pokémon? Gefieder und so weiter, Vögel, ja. Schnabel, keine Ahnung. Und jetzt müssen wir nämlich nochmal zurück zu Island 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um den Saphir abzugeben an Celio, weißt du noch? Ah, stimmt, da war was, deswegen sind wir doch überhaupt hier, ja. Der hat uns nämlich den Auftrag gegeben und deswegen, ich fliege jetzt einfach mal direkt zu Island 1. Und dann, so, mal gucken, ins Pokémon Center, das hier müsste sein. Moment, ich hole mal einen Teddybär wieder raus, so. Guten Tag, Celio. Kolpidir gab Celio den Saphir. Okay, funktioniert. Das ist also der Edelstein, der zum Rubin gehört. Kolpidir, du hast das alles auf dich genommen, oder? Nö, ich hab ein Geschenk gekriegt. Ich weiß, dass es nicht leicht war. Ich bin dir sehr dankbar. Jetzt muss ich für dich arbeiten. Lass mir ein wenig Zeit. Okay, das ist gut. Erika, ich bin mit Lanette verbunden. Ja, Glückwunsch. Ja, ein bisschen Zeit hat er auch nur gesagt, ne? Kolpidir, ich habe es geschafft. Ich konnte eine Verbindung zu den Trainern in Hönn herstellen. Ja, Glückwunsch. Ich bin schon länger dort gewesen, aber toll, dass du es auch schon geschafft hast. Endlich funktioniert das Netzwerk. Kolpidir, das habe ich nur dir zu verdanken. Ja, gern geschehen. Dank dir hat sich mein Traum erfüllt. Ja, danke, gerne, bitteschön, gerne geschehen. Ich weine nicht. Das ist genug von meiner Seite. Kolpidir, du fängst weiterhin exotische Pokémon, oder? Ich wünsche dir alles Gute. Was war's? Netzwerk Verbindungslevel 2. Verbindung mit Kanto und Hönn hergestellt. Ja, und jetzt? Das war's, glaube ich. Kriegen wir gar nichts dafür? Hallo? Nee. Geh mal raus und wieder rein, dann labert irgendwas von Abra. Abra, Kadabra? Simsalabim? Okay, fragen wir nochmal. Hallo, Kolpidir, ich habe Gerüchte über dich gehört. Kolpidir, gibt es etwas, das du nicht leiden kannst? Wo soll ich anfangen? Müll kann offensichtlich Milch nicht leiden. Aha, okay. Erzählt jedes Mal was anderes, wenn du neu reinkommst. Bin mir da gerade was mit Alabaster gefaselt. Ich habe Gerüchte über dich gehört. Kolpidir ist dein Lieblings-Pokémon. Ja, jedes Mal mit einem Anspruch, reicht schon. Echt? Bill ist ein Pokémaniac, also mag er alle Pokémon. Es scheint, dass Abra sein erstes Pokémon war. Mhm, was jetzt? Hallo, Kolpidir, ich habe Gerüchte über dich gehört. Kolpidir, was sind deine Lieblings-Pokémon? Bill ist ein Pokémon? Ja, okay, kennen wir schon. Hallo, ich habe Gerüchte über dich gehört. Gibt es etwas, das du nicht leiden? Ja, Milch, bla. Ich habe Gerüchte über dich gehört. Milch, bla. Was sind deine Lieblings... Okay. Der hat bloß diese beiden Texte, oder? Der hat gar nichts anderes. Nee, der sagt auch irgendwas mit Alabastia. Warte mal, kommt's jetzt bei mir? Warte mal. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Das ist Abra. Ja, kennen wir schon. Ach, halt's Maul. Ah, hier. Apropos, Kolpidir, du bist doch aus Alabastia, oder? Nee, aus Wurzelheim. Und aus Alabastia, wohlgemerkt. Ja, wir haben zwei Mütter. Wir haben zwei Mütter, wohlgemerkt. Ich hörte, das ist eine ruhige, angenehme Stadt. Bill kommt aus Dukatia City, wo seine Familie noch lebt. Das ist eine eher geschäftige, lebhafte Stadt. Ich möchte eines Tages dorthin. Dukatia City, die ist doch in Johto. Ja? Also, sobald Johto implementiert ist, können wir da auch hin, aber ja... Noch ist es nicht so weit. Wir hoffen ja.
Wir also hoffen natürlich, das kommt noch, natürlich. Also aktuell ist das Ende dieser Poké-MMO-Serie damit geplant, dass wir die Hönn-Region, die Pokémon-Liga stürmen und unser 100er-Kampf. Aber die Entwickler von Poké-MMO haben was läuten lassen, dass wahrscheinlich ein großes Update naht. Ja. Und wenn das kommt, was wir hoffen, ob Johto oder eine andere Region, geht's natürlich weiter. Ja, dann haben wir drei Mütter. Dann haben wir drei Mütter, wollte ich gerade sagen. Ja, also wenn... Oh, ich hatte gerade Flügel. Was? Wo hast du Flügel her? Nee, da kam gerade so ein Typ raus mit diesem Accessoire-Teil, deswegen sah es gerade so aus, wie ich Flügel hatte. What the fuck? So, was steht das eigentlich an? Eigentlich müsste der Landurlaub bald zu Ende sein. Ich würde sagen, in... Ja, die Sevi-Eilande haben wir jetzt durch. Ja. Ich hab zwar... Ja, wir haben alle erkundet. Wir haben alle durch, also wieder zurück nach Hönn. Tatsache. Stehungsinsel, ja, das können wir dir auch. Ja, nö, dann würde ich mal sagen, zurück auf nach Hönn. Auf nach Orania City. Aber da müsste ich, ja genau, nach Orania City müssen wir erst. Wir können natürlich nicht direkt nach Hönn fliegen. Nein, können wir nicht. Wobei, warte mal ganz kurz. Ich habe eine Idee noch. Ich wollte mal gucken, ob das jetzt getriggert ist. Warte mal ganz kurz. Ich fliege mal kurz nach Azuria. Ha, okay. Tatsache, jetzt ist so offen. Was, die Höhle? Das hat's getriggert. Diese Höhle, die Azuria-Höhle, wo Mewtwo drin ist. Da stand vorher noch dieser Typ. Jetzt ist so offen. Stimmt. Also, Landurlaub weiter? Komm, wir machen die Azuria-Höhle. Komm, machen wir. Wenigstens die paar Items, die es denn noch gibt, oder... Ja. Vielleicht sehen wir auch Mewtwo und können ihn nicht fangen, weil... Er sowieso mal flieht. Er flieht sowieso mal. Ja, ich will ihn ehrlich gesagt nicht haben, weil da bin ich gezwungen, Herausforderungen anzunehmen, um den dann zu verteidigen. Also, ja, nee. Ich habe einen Raupi Level 7 vor mir. Ich finde das irgendwie ein blödes System. Okay, ich habe einen Tentara Level 11 vor mir. Ich glaube, ich setze mal Schutz oder irgendwas in der Art ein, ansonsten kriegen wir hier gleich eine Ralle. Naja, ich denke, ich lasse das mit dem Schutz, weil hier gibt es ein paar sehr exotische Pokémon. So. Das wirst du mir dann sagen, ich mach nur 200 Schritte. Hallo, Azuria-Höhle. Ah, die gute alte Azuria-Höhle, Ladies and Gentlemen. So, oh, das ist schon das erste Item und da ist schon der erste Gegner, ein Lamus. Okay, ups. Auf Level 43, okay, die sind stark. Aber ich habe nichts anderes erwartet. So. Ups. Also erstmal da hoch oder hier weiter? Guck mal, hier kommen wir weiter direkt zum Item. Ja, aber erstmal hier hoch. Okay. Erst die... Seitengänge nehmen, habe ich mir so eingeprägt. Ein Parasek. Mit lila Pilz, wohlgemerkt. Oder pinken Pilz ist es ja eher. Ja. Warum nicht? Das ist Pinkus Pilzus. Pinkan Island. Klingt nach irgendeiner Krankheit. Top Pink, Genesung. Pinker Pilz. Oh, Top Genesung ist gut. Ah, so, 50 da Schritten war natürlich jetzt Georok drunter. Oder diesem kleinen Ministein. Aha, ja, das ist mehr als auffällig, dass da ein Georok drunter ist. Was hast du erwartet? Ein Kleinstein? Natürlich. Nee, ein Onyx. Hat viel mehr Sinn gemacht. So, jetzt guck ich mal, wo du weiter willst dann. Warte mal hier. Golbat! Okay, ich glaube, ich setze auch Schutz ein. Ah, Golbat, können wir da fliehen? Ja, doch, können wir. Gut, Psyana ist schnell. Das ist gut. So. Moment. Ich muss erst auf mein Kapaloris steigen. Dann muss ich erst noch einem Entoron begegnen. Oh, ich habe, glaube ich, mittlerweile Entoron. Komm mal weiterentwickeln. Ich habe ja Entoron sogar schon. Wusste ich gar nicht. Wollte gerade sagen, habe ich Entoron nicht auch schon mittlerweile? Ah, ich hatte es, glaube ich, mal entwickelt aus Entoron. Ach so, ich habe weder Entoron noch Entoron. Auch nicht schlecht. noch ein Entoron. So. Also, erstmal nach oben, wa? Obwohl, wir können auch erstmal nach unten gehen. Ich gerade, eigentlich müssten wir nach... Oben, ich mich recht entsinne. Ich gehe jetzt mal nach oben. Hier gibt es nämlich ein Gegengift. Das muss ich unbedingt haben, weil wertvoll und so. Ein Gegengift ist, glaube ich, gar nicht so wertvoll, oder? Das war jetzt sarkastisch gemeint. Achso. Sorry, falls es nicht so gut rüberkam. Nee, kam es auch nicht. Ja, gut. Hier war mal. Ich meine, hier war mal ein Glitch in der ersten Generation. Hier konnte man durch den Felsen durch. Haben sie mittlerweile gefixt. Das ist natürlich gut. So, Moment, ich gehe mal weiter. Ich habe so einen scheiß Golbat vor mir, das mich nicht fliehen lässt. Also bin ich jetzt gezwungen, gegen das Golbat zu kämpfen. Golbat haben einen hohen Speed, das ist gemein. Da muss der mal ganz schön schnelle Pokémon an der Spitze haben.
So, gibt's hier irgendwelche versteckten Items oder sowas? Nee, schade. Hm. So auffällige Sackgassen, aber hier gibt's keine Items, keine versteckten. Das ist schade. Hm. So, hallo Golbert, wie geht's dir? So, beim nächsten Golbert setze ich einen Schutz ein. Flucht unmöglich. Okay, ich setze gleich einen Schutz ein. Ja, ich habe wieder einen Superschutz aktiviert. Jetzt gehen wir gerade mit diesen einen Golbert schon auf den Sack. Komm. Dann töte ich es halt. So, jetzt leichtes Spiel für Psyana. Zack. Oh, erreicht Level 51, das ist natürlich schön. Alter, ist das dein verfickter Ernst-Spiel? Ich habe Schutz aktiviert, was macht dieses Drecks-Georok hier? Dann hast du nicht dein stärkstes Pokémon an der Spitze. Dann reicht nämlich der Schutz auch nicht aus. genau wie ich gerade. Oh, ein Magneton. Erdbeben. Auch ein seltener Anblick, habe ich aber auch schon. Warte mal, ich nehme mal Robustheit, Joghurt an der Spitze, ernsthaft? So. Okay, ich nehme jetzt die nächste Leiter nach oben. Ja, warte mal ganz kurz. Deswegen habe ich ja gerade beschrieben, wo ich hingehe. Da ist nämlich ein Item und nichts anderes. War hier oben irgendwas Interessantes? Nein. Die ganzen Sackgassen da oben, die sind leer. Also ich habe da nichts gefunden. So, hier unten ist ein AP Plus. Ich bin da. Hi. Also ganz unten. Das sah witzig aus. Du warst erst da oben und dann kommst du da unten raus. So. Ja, 100.000 Felsen, die keiner haben will. So, da. Hier ist eine Top-Genesung. Ja. Und. Kommen wir hier lang. Weiter. Da. Item. Top-Elixier. Ich gehe erstmal hier lang. Ich spare mir das Item. Item. Ich spare mir das Item. Ein Item! Woo! Das Item ist besser. Das hole ich mir zuerst. Und das ist ein Hyperball. Okay. War schneller. So. So, dann das hier oben, das ist ein Top-Elixier. Elektroball, fick dich. Elektroball, ui. Warte mal. Level 58, ui, ui, ui. Du auch? Krass. Nee, ich guck dir gerade zu. Ach so. Despota. Muss natürlich wieder töten, du Tierquäler, du. Ich hab's schon gefangen. Ja, ist ja geil. Und bevor es mir 3000 Mal auf den Sack geht? Ich weiß, dass das so nicht funktioniert, aber ich geh hier lang. Muss ich jetzt überlegen. Ja, ich glaube, du hast den richtigen Weg genommen, oder? Also hier geht's zumindest weiter, habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich irritiert. Warte mal. Ich guck erstmal, was es hier gibt. Hier oben irgendwas Interessantes? Oh, hier gibt's also sowas von nichts. Das ist schön. Ah, hier ist eine Leiter, okay. Da ist eine Leiter, okay, dann geht's da wahrscheinlich weiter. Dann gucke ich erstmal hier lang. Das war eine Sackgasse, aber ich hoffe immer, dass da ein Item ist. Ja, du wirst es mir dann berichten, ne? Wer weiß. Hm, schade. Also, aber wir können auch irgendwie hier lang gehen. So, wo war der andere Gang? Hier. Jetzt gucken wir mal, was hier gibt. Obwohl, ich glaube, hier... Ich glaube, hier ging es weiter, oder? Das war jetzt die schwere Stelle. Ich habe keine Ahnung, wo es weiterging. Sackgasse. Ja, ich bin gerade mit einem Parasekt beschäftigt. Mit pinken Pilz? Hm. Gut, vergiss es. What the fuck? Mit einem Treffer Steinhagel erledigt. Hundemon erreicht Level 40. Da lang. Überleg mal, wir hätten keinen Schutz. Das würde das ganze Spiel so weitergehen, wie es hier gerade geht. Und gefühlte alle 20 Schritte irgendein Pokémon. Deswegen hat man Schutz eingeführt. Ja, zum Glück. So, hier geht's runter. So, noch mehr Felsen. Irgendwie komme ich. Achso, ich renne gegen Felsen, klasse. Items. Nö, ich zerstöre die Felsen nicht. Die gefallen mir. Top-Leber. So, jetzt komme ich hier unten lang. Und hier gibt es. Also, Golbert, das ist ein Arschzug gewesen, den du gerade gemacht hast. Ich kann sowieso nicht fliehen, weil du schneller bist als ich. Und dann setzt auch noch Horrorblick ein. Du kannst dich schön geschmeidig in deinen kleinen Anus ficken.
Und dann überlebst du echt durch diesen Sandsturm mit 0,6%? Boah. Alter, ich werd nicht mehr. Ich staune, dass du dich heute so nett ausdrückst. Mann, was ist los mit dir? Alter, ich wüsste das Vieh gleich. Hm. Besser? Genau. So. Ich hab das Wort schon lange nicht mehr verwendet. Alter. Oh, ja, und Ditto. Oh, Ditto? Cool. Oh, Kadabra. Ja. Ach, ich hab Ditto schon längst gefangen. Ja, den gibt's an dieser Fahrradroute. Deswegen. Kadabra. Ditto, lässt du mich fliehen? Yay! Na, Ditto ist nicht so schwer zu entkommen. So. Ich renne mal noch ein bisschen rum, in der Hoffnung, dass es hier irgendein seltenes Pokémon gibt, was ich noch nicht habe. Aber irgendwie habe ich schon alle. Ich weiß auch nicht. Ein Elektroball. Elektroball. Ditto! Wie süß. Ditto. Ist es eigentlich Steinhagel oder Steinwurf, was ich hier habe? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Steinhagel, Steinwurf? Ja. Ah, Steinhagel. Steinhagel ist besser. Oh, schön stark, die Viecher. Muss man mal zugeben. Huh, Schwein gehabt. Elektroball wollte gerade Spiegelcape einsetzen. Kadabra. Ja, ich glaube, ich bin schon am Ende der Höhle, deswegen. Scheint nicht so spektakulär hier zu sein, ne? Also hier sollte eigentlich Mewtwo sein, aber der ist offenbar gerade ausgeflogen. Und ja. Der mag nicht. Toppel. Ach, Alter, Leute, fickt euch, ich hab Schutz. Oh, Kadabra. Level 58, okay. Aber ich hatte ja am Anfang auf einer Kanto-Region, als wir noch grün hinter den Ohren waren, mir ja ein Abra aufgezogen. Kurz gewechselt, kurz getauscht und das war's. Rollentausch? Ditto. Ist ja lustig. Ditto ist nicht schlecht. Brauche ich gerade nicht. Bloß blöd, dass du es nicht einsetzen kannst, Kadabra, wa? Ein Biss und du bist tot. Alter! Mensch, wie machst du das denn mit dem Schutz? Stärkste Probe an der Spitze, sonst bringt's nix. Zählt es Level oder? Level, ja. Das ist übrigens ein toller Trick, um diese Reise-Pokémon da zu fangen, wie diese Raikou, Entei, Suicune und so weiter. Flucht unmöglich, what the fuck? Einfach ein Level, keine Ahnung, 39 an die Spitze setzen, ne? Ja, nicht allzu stark ist, genau. Und dann Schutz einsetzen und dann im Gras suchen, während sie gerade in dem Gebiet sind. So habe ich es geschafft, die alle zu fangen. Ich hab's geschafft! Ich bin da! Gratuliere. Yay! Ditto! Ja, Ladies and Gentlemen, ich finde hier keine Pokémon, die ich noch nicht habe, was ein bisschen enttäuschend ist. Ich dachte eigentlich, ich finde hier ein bisschen mehr. Und hier an der Stelle sollte eigentlich Mewtwo sein. Nicht mal dem können wir guten Tag sagen. Ja. Enttäuschend. Enttäuschend. Ja, das war die Azuria-Höhle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende die Folge an der Stelle und in der nächsten Folge geht's dann weiter aus Daniels Sicht und dann werden wir, denke ich mal, wirklich zurück nach Hönn gehen. Unser Ferienurlaub in Kanto ist dann endgültig vorbei und dann werden wir uns mal die Pokémon-Liga von der Nähe anschauen, beziehungsweise erstmal die Siegestraße. Mal gucken, was da noch kommt. Wenn uns nichts Besseres einfällt. Ja, nichts Besseres einfällt, genau. Was es bestimmt wieder werden wird. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Wie ich uns kenne. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.